In diesem Video soll mal aufgezeigt werden, wo wir gesellschaftlich gelandet sind inzwischen. Und das ist bestimmt nicht positiv. Wir fangen mal an vor 200 Jahren, als der Philosoph Paul Johann Amselen Ritter von Feuerbach vier Rechtsgrundsätze formulierte, was nicht nur in Preußen sich etablieren konnte, sondern über Preußen hinaus dann in der ganzen Welt. Das ist jetzt 200 Jahre her. Und er formulierte: Gesetze müssen allgemein bekannt sein. Tatbestände müssen klar formuliert sein. Die Unrechtsfolgen, Strafrahmen, müssen von vornherein feststehen. Das Wichtigste aber, was er formulierte, war nulla poena sine lege. Und das bedeutet keine Strafe ohne Gesetz. Auf diesem Kanal von Reconquista Germania erschien das Video mit dem Titel Ken Jebsen klagt gegen Antilopengang. Der Autor dieses Videos konnte dann anhand von Mainstream-Medien, also es ist nur ein ganz kurzer Text, der wirklich nur so strotzt vor Kampf, vor Krieg, vor Ausradierung anderer Menschen. In dem Falle eben Ken Jebsen. Ich empfehle einfach mal dieses Video anzuhören. Die Linkadresse wird in der Videobeschreibung sein, unter diesem Video auf dem Conrevi-Kanal. Auf dieses Video brachte ich dann auch einen Kommentar, das mache ich selten, weil auch ich ja nachhaltig verfolgt werde, ne? Und das ist ein bisschen doof dann immer. Aber ich hatte dann darauf verwiesen, dass vor noch nicht allzu langer Zeit, im Sommer 2014, ein Gewerkschaftsboss der GDL, das ist also die Lokführergewerkschaft, einfach nur das tat, was ein Gewerkschaftschef so macht. Er hatte Forderungen gestellt an die Deutsche Bahn. Ja, und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf Reisende. Und daraufhin wurde in größten Zeitungen oder weit bekanntesten Zeitungen auch hier eine Hetzjagd inszeniert, die seinesgleichen sucht. So wurde zum Beispiel seine Telefonnummer bekannt gegeben, direkt auf Seite 1 oder wo das war, also ziemlich präsent. Und dann steht hier: Geigen Sie dem Gewerkschaftsboss die Meinung. Und dann diese Sprache, die der Größenwahnsinnige, also in Anspielung darauf, dass es sich da auf eine Gewerkschaft bezieht, die mit der Bahn zu tun hat. Das ist so schon von der Sprache her ein Appell an wirklich den untersten Bodensatz, den wir in dieser Gesellschaft vorfinden, was Menschen angeht. Ja, und das war nicht nur eine große Zeitung, das waren auch andere. Hier ist dann von einer anderen großen Zeitung genau dasselbe zu sehen. Aber das sind längst nicht die einzigen Beispiele. Und es sei nochmal darauf verwiesen, dass selbst eine junge Sportlerin fürchten muss, dass ihre Karriere nachhaltigst ausradiert wird von diesem Bodensatz. Ja, und wenn man hier schon liest, umstrittene Ruderin Nadja Drügeller oder Drügeller, was bitte ist eine umstrittene Ruderin? Also entweder sie ist Ruderin oder sie ist keine. Nun, Frau Drügeller ist zu empfehlen, diese Jacke mit dem komischen Emblem, mit diesem merkwürdigen Adler mal auszuziehen, darin das Ruder einzuwickeln mit den Farben der Weimarer Republik und das Ganze hinter sich im See zu versenken. Dass die Medien vielleicht auch mal in der Zukunft Probleme haben könnten, zeichnet sich in Europa ab. Wie hier zum Beispiel in Ungarn, wo es sicherlich unerfreuliche Entwicklungen gibt. Sehr radikale Entwicklungen. Hier in Europa können die Entwicklungen nämlich ganz anders verlaufen und auch etwas spontaner. Der Grund, warum wir nichts von Ungarn hören, liegt darin, dass es dort ein Mediengesetz gibt seit 2010. Und wer Mist schreibt über Ungarn, der hat ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Gut, einige Entwicklungen in Ungarn sind sehr radikal und vielleicht etwas bedenklich. Dennoch gibt es hier ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass vor 100 Jahren, nämlich so ziemlich am 9. November 1918, aus Recht Unrecht wurde. Und das alles hat zu tun mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. In Ungarn gibt es diese Rückbesinnung und nicht nur dort. Und man möchte gerne rechtliche Verhältnisse herkriegen. Und das Ganze hat den Grund, weil eben seit Bestehen der Weimarer Republik
ein gewisser Einfluss sich bemerkbar machte. Und wenn es dann darum geht, dass hier die größten Feinde im Lande benannt werden, dann sind die Journalisten nur ein Bereich. Der andere sind die Staatsdiener. Staatsdiener werden zu ihrer Beförderung nach abstrakten Kriterien beurteilt. Und das kann zu Problemen führen. So werden zum Beispiel beim deutschen Fiskus Finanzbeamte nach sogenannten Mehrergebnis beurteilt und befördert. Das Mehrergebnis ist diejenige Steuereinnahme, die der jeweilige Staatsdiener mehr an Ergebnis vereinnahmt hat als der Durchschnitt der Finanzbeamten. Dies verleitet dazu, dass manche Beamte mehr auf das für die eigene Beförderung wichtige Mehrergebnis achten als auf die Steuergerechtigkeit des dem Steuerpflichtigen gegenüber. Der Staatsdiener dient somit nicht mehr dem Staat oder der Volksgemeinschaft, sondern dem eigenen Interesse. Das war ein Auszug aus dem Wikipedia-Beitrag zu dem Begriff Staatsdiener. Und wenn wir uns nochmal die Entwicklung ansehen, seit der Weimarer Republik, da haben wir nicht nur gefälschte Wahlen, also die Listenwahlen, da kann man auch nicht mehr einzelne Abgeordnete wählen, wie es früher der Fall war, sondern man konnte immer nur Listen wählen und darauf standen dann eine gewisse Anzahl von Abgeordneten. In der Pariser Kommune 1886 ist das erste Mal angewandt worden und wurde hier dann eben nach dem 9. November 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wie man so schön sagt, was aber nicht stimmt, durchgezogen. Nun, und wenn man sich hier diese Kurven ansieht, wie plötzlich die Beamten in die Höhe, also die Anzahl der Beamte in die Höhe schießt, so sind wir hier bei inzwischen fast 800.000, wo doch im Deutschen Reich noch nicht mal 100.000 benötigt wurden. Und die haben wesentlich effizienter gearbeitet. Nochmal auf die Bahn oder ein Vergleich mit der Bahn. Früher gab es keine Computer, früher gab es wesentlich mehr Strecken, wesentlich mehr Waggons, wesentlich mehr Züge und die Menschen konnten davon ausgehen, dass sobald sie den Zug sahen, dass sie ihre Uhr danach stellen konnten. So exakt lief das damals mit der geringen Anzahl von Beamten. Heute mit Computern und wesentlich weniger Zügen und unzähligen stillgelegten Gleisstrecken kann man durchaus mal eine halbe Stunde warten. Aber nicht nur die Anzahl der Beamten wächst. Seit 1949 gibt es also zu den 800.000 Beamten nochmal mehr als 500.000 Angestellte. Und diese Leute agieren ganz genau so, wie die Beamten in diesem Artikel von Wikipedia, Staatsdiener, nachzulesen ist. Die interessieren sich für gar nichts. Sie interessieren sich nur dafür, was sie höchstpersönlich für einen Vorteil erlangen. Dabei ist es ihnen völlig egal, ob da irgendwelche Gesetze sind, ob das alles ganz richtig ist oder ob das Grundgesetz über... Das ist doch sowas von egal. Hans Herbert von Arnim hatte das in dem Buch Die Selbstbediener gut zusammengefasst und er ist auch der Meinung, dass es hier lediglich eine Scheindemokratie ist. Tatsächlich nennt sich das Olochkratie, nämlich Herrschaft des Pöbels. Alles ist geschuldet der Entwicklung nach dem 9. November 1918. Mit Listenwahlen und irgendeinem korrupten sogenannten Beamtentum, das sind keine Beamte, das sind Hochverräter. Und er fasste es eben so zusammen, hinter die Kulissen zu schauen, heißt zu erkennen, hinter der demokratischen Fassade wurde ein System installiert, das hatte ich eben benannt, in dem völlig andere Regeln gelten als die des Grundgesetzes. Das System ist undemokratisch und korrupt. Es missbraucht die Macht und betrügt die Bürger skrupellos. Ja, besser kann man das nicht zusammenfassen. Ein Silberstreif am Horizont gibt es vielleicht, und zwar das ist das Parkinson'sche Gesetz. Es gibt ja dieses Parkinson'sche Gesetz in der Medizin. Es handelt sich um den Historiker und Journalisten Parkinson, der 1958 ein Gesetz zum Wachstum der Bürokratie formuliert hatte. Das sogenannte Parkinson'sche Gesetz kann man in zwei kurzen Leitsätzen zusammenfassen. Jeder Beamte oder Angestellte wünscht die Zahl seiner Untergebenen, nicht aber die Zahl seiner Rivalen zu vergrößern. Das lässt schon mal tief blicken, es herrscht dort keine Solidarität. Nicht? Und deswegen kann man da einiges machen. Beamte oder Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit.
Also die behindern sich sogar. Ja, das kann man durchaus nutzen, weil wir leben hier in einem höchst bedenklichen Zustand, wo wir gesellschaftlich gelandet sind, und das Ganze hat eben damit zu tun, dass eben die Rechtsstaatlichkeit nicht da ist. Das hatte von Arnim auch ganz deutlich so benannt. Das hat damit zu tun, und hier ist der Beweis zum Beispiel: Andorra wollte gerne nach dem Weltkrieg I, also im Ersten Weltkrieg, Frieden machen mit dem German Empire. Nicht mit der Weimarer Republik oder sowas. Tja, und 1958 kam es denn dazu, aber unilateral. Warum? Weil niemand da war, der für das Deutsche Reich hätte sprechen können. Indem die Grundsätze zum Beispiel und noch viel mehr, zum Beispiel von Feuerbach gelten. Gesetze müssen allgemein bekannt sein, Tatbestände müssen klar formuliert sein, die Unrechtsfolgen, Strafrahmen, müssen von vornherein feststehen und das Wichtigste, keine Strafe ohne Gesetz. Und eine öffentliche Hetze hatte es im Deutschen Reich auch nicht gegeben, so wie wir es heute haben. Und wer das alles nicht glauben kann, dass hier jetzt mit Andorra und dass da keiner war vom Deutschen Reich oder so, der soll sich nochmal ganz deutlich dieses Gesetz Nummer 52 der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg durchlesen. Regierungen, Staatsangehörige oder Einwohner von Staaten mit Ausnahme des Deutschen Reiches, die sich mit einem Mitglied der Vereinten Nationen zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem 1. September 1939 im Kriegszustande befanden, und Regierung, Staatsangehöriger und Einwohner von Ländern, die seit diesem Tage von den vorgenannten Staaten oder vom Deutschland besetzt waren. So, und jetzt ist alles klar, hoffe ich. Ja, wir sind also weiterhin eben besetzt, und die BRD ist die Besatzungsmacht. Nochmal ein kleiner Verweis zum 2 plus 4 Vertrag. Der hat nicht allzu viele Artikel. Fast in der Hälfte der Artikel steht irgendwas davon, dass wir eine Verfassung kriegen sollten seit 1990. Stattdessen haben wir ein Grundgesetz, welches von den Alliierten erlassen wurde, in dem seit 1990 wild drin herumgekritzelt wird von irgendwelchen Geschäftsführenden der BRD-Agentur oder wie das Ding heißt. Die Menschen kennen eben nicht ihre Macht. Wir sollten alle ein hohes Interesse daran haben, öffentliche Hetzkampagnen zu stigmatisieren, auszugrenzen und gewisse Rechtsgrundsätze, wie sie schon vor 200 Jahren aus Preußen in der ganzen Welt etabliert werden konnten und die nur gut sind, um Willkür zu verhindern. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.